F Fehler, M Möglichkeits-, E Einfluss- und A Analyse. Fehler, Möglichkeits- und Einflussanalyse. Grundfrage: Was kann schiefgehen? Was kann schiefgehen? Antwort: Alles. Ja, Antwort: Alles. Fehler, Möglichkeits- und Einflussanalyse. Was kann schiefgehen und was kann dann passieren, wenn das schiefgeht? Ist der unmittelbare Weg in die Neurose. Ja, wenn Sie FMEA den ganzen Tag betreiben, dann stellen Sie fest, nirgendwo sind Sie sicher. Selbst wenn Sie im Bett liegen, was kann schiefgehen? Ja, es kann ein Flugzeug abstürzen auf das Haus und dann sind Sie tot. Ja, kann sein, dass Sie nicht mehr aufwachen. Nur nachts irgendwie, keine Ahnung was. Ja. So, also Fehler, Möglichkeits- und Einflussanalyse muss man ein bisschen gezielt einsetzen. Wenn wir sagen, was kann schiefgehen, kommen wir so schnell zum Ergebnis, alles kann schiefgehen. Das Leben ist lebensgefährlich, sagt der Philosoph. Deswegen sollte man die FMEA fokussieren auf besonders sicherheitsrelevante Teile und Bereiche. Apropos Bereiche, es gibt drei Arten der FMEA, nämlich die Konstruktions, ja, immer FMEA dahinter können wir weglassen, wenn wir das notieren, Konstruktion, Prozess und System. Konstruktions-FMEA, Prozess-FMEA und System-FMEA. Was heißt das? Konstruktion ist die Frage, wie bauen wir den Hubschrauber zusammen? An welcher Stelle schrauben wir wie, mit welchen Schrauben und so weiter. Ja, gerade beim Hubschrauber haben wir natürlich extrem sicherheitsrelevante Bereiche wie die Rotorblätter. Da werden wir den Fokus drauf setzen bei unserer Konstruktions-FMEA. Prozess-FMEA meint den Produktionsprozess. Das heißt, an welcher Stelle wird was wie dran geschraubt. Das ist die Prozess-FMEA. Und die System-FMEA bezieht sich zum Beispiel auf das Sicherheitssystem eines Hauses. Ja, sagen wir mal eine Bank zum Beispiel. Ja, also an welcher Stelle wird wie das Gebäude betreten und welche Sicherheitsmaßnahmen sind hier systemisch implementiert? Wie weisen sich die Berechtigten als Berechtigte aus? Welche Möglichkeiten gäbe es, dieses System zu umgehen? Und, und. Ja, das ist eine System-FMEA, oft bezogen auf Gebäudesicherungssysteme oder wenn Geld im Spiel ist, solche Geschichten. Ja, auch wenn Geld transportiert wird, ne, also diese Geldtransporter, auch da sieht man das Ganze systemisch und schaut, wo sind die Schwachstellen. Ja, nicht wenn der im Auto, im gepanzerten Auto da um ihn rumfährt, aber wenn er steht, wenn er belädt, entlädt. Ja, da muss besonders gesichert werden und das ist eine Systemanalyse nach dem Motto, was kann hier schiefgehen in besonders relevanten Bereichen. Hallo, ich bin Robin Good, der Retter der frustrierten Lerner. Klicke mal auf den Link unter diesem Video.